wenn du verletzt oder krank bist, dann bekommst du von deinem Arzt 1%ige Kochsalz- oder Ringerlösung als Infusion. Wirklich, wenn du krank oder geschwächt bist. Das würde der doch niemals machen, wenn das dich ernsthaft belastet. You're wrong. Meerwasser besteht nicht nur aus Kochsalz, sondern auch aus anderen Mineralien wie Carbonaten oder Kalium und Calcium. Das ist aber von Vorteil, weil diese Mineralien helfen, den Wasserhaushalt im Körper aufrechtzuerhalten. Selbst Elotrans oder die WHO-Lösung enthalten etwa die Hälfte des Kochsalzes je 100 Milliliter, die deiner Blutosmolarität entsprechen. Das ist deutlich über dem, was die Fachgesellschaften empfehlen. Wrong. Der Körper erzeugt Harn bis etwa 1200 Milliosmol je Liter. Und das ist noch nicht mal irgendwie etwas Kompliziertes für ihn, sondern das ist das kleine 1x1. Das sind seine Hausaufgaben. Und da muss er sich auch nicht großartig anstrengen. Das hat was damit zu tun, dass es hochgradig effektive... I'm not a doctor, but I'm like a person that has a good, you know what. Aber so kann man doch nicht faktenbasiert diskutieren. Wenn du einen Arzt hast, gib ihm meine E-Mail-Adresse. Du hast meine mittlerweile auch. Und dann diskutiere ich gerne mit ihm. Du kannst ihm versichern, dass ich, was dieses Thema angeht, mit ihm einigermaßen auf einer Ebene reden kann. There's that frag talk we talked about. Hi ihr Lieben, ein Video zu lang für einen Short und zu kurz für ein komplettes Video, aber ich möchte es euch trotzdem raushauen. Ich habe jetzt ein paar Projekte reinbekommen, die mich möglicherweise zeitlich etwas einspannen. Trotzdem kommt in Kürze ein komplettes Video zu diesem Thema. Und zwar, wie viel Salzwasser können wir wirklich aufnehmen? Und dann werden wir uns damit beschäftigen, wie viel Wasser wir insgesamt trinken müssen. Ganz wichtig, woher wissen wir denn eigentlich genau, welche Konzentration Salz wir im Trinkwasser tolerieren können. Und da lege ich jedem Geologen oder wer es werden möchte, den Campbell ans Herz. Das ist ein Biologiebuch, 1500 Seiten lang. Man muss sich ein bisschen reinarbeiten, man muss sich sogar sehr reinarbeiten, aber es lohnt sich. Dann versteht man die Dinge sehr, sehr gut. Und wir berufen uns, also ich in meinen Büchern, in meinen Aussagen und der Campbell auf dieselben Primärquellen, also auf Studien, die das Ganze untersucht haben. Und da möchte ich einfach kurz einen Absatz vorlesen. Die Osmolarität des menschlichen Blutes liegt etwa bei 300 Milliosmol je Liter. Aber die Niere kann fast viermal so stark konzentrierten Harn ausscheiden. Das sind 1200 Milliosmol je Liter. Um ein Verhältnis zu haben, unser Blut hat 300 Milliosmol je Liter. Das habe ich dir in diesem Video da oben beschrieben. Das ist eine Konzentration von etwa 1 Gramm Kochsalz je 100 Milliliter bzw. 10 Gramm je Liter. Und unsere Nieren können aber 40 Gramm je Liter aufkonzentrieren. Das ist die Konzentration von Meerwasser, von Atlantikwasser. Jetzt sieht es aber so aus, dass wir wissen, dass wir trotzdem kein Meerwasser trinken dürfen. Warum? Der Campbell beschreibt genau diese Frage. Warum verträgt ein Schiffbrüchiger kein Meerwasser, obwohl maximal konzentrierter Urin hyperosmotischer ist als dieses? Also konzentrierter Urin mit 40 Gramm Kochsalz je Liter kann mehr Kochsalz ausscheiden. Prinzipiell nur, die Osmolarität ist nicht nur Kochsalz. Das habe ich dir im ersten Video und im zweiten Video zu diesem Thema auch beschrieben. Wir müssen daran denken, das Blut enthält nicht 10 Gramm Kochsalz je Liter, sondern hat eine osmotische Aktivität, die 10 Gramm je Liter Kochsalz entspricht. Deshalb können wir das auch tolerieren. Aber warum können wir nicht einfach Atlantikwasser trinken, obwohl unsere Nieren ein Wunderwerk der Biologie, ein Wunderwerk der Evolution? Warum können wir kein Meerwasser trinken? Ein guter Teil der osmotischen Teilchen, die wir im Harn haben, besteht aus Harnstoff und anderen osmotisch aktiven, harnpflichtigen Teilen. Das werde ich in einem anderen Video noch mal ganz genau beschreiben. Das bedeutet, das, was wir im Harn haben, die etwa 1200 Milliosmol je Liter, bestehen hier, nach Angaben vom Campbell, nur 2/3 der marinen Konzentration. Also, nach Campbell wäre es tolerabel, etwa 2/3 der 1200 Milliosmol zu trinken. 800 Milliosmol je Liter, das ist die doppelte, das ist mehr als die
doppelte Blutkonzentration. Und ich habe die Blutkonzentration, die Blutosmolarität als Threshold, als konservativ gerechnete Maximalmenge von Kochsalz, die du aufnehmen solltest, gerechnet. Das heißt, dein Körper kommt mit sehr viel mehr aus, aber Vorsicht, wenn du nicht stoffwechselgesund bist und du gehst wirklich an diese Grenze heran, dann können verschiedene Vorgänge dazu führen, dass beispielsweise in der Niere Kristalle ausfallen. Da sind wir dann wieder bei Steinen, beispielsweise Nierensteine, Oxalate oder beispielsweise auch Harnsäure. Harnsäure ist ganz schlecht wasserlöslich und die kann dann auch Kristalle bilden, die die Niere beschädigen. Alles andere, die Nierenfunktion und das Aufkonzentrieren der Wasser- und Salzgehälter in der Niere ist ganz, ganz genau gesteuert. Also wir werden in einem der nächsten Videos über diese Homöostase, wie sie heißt, sprechen. Da geht es wirklich darum, dass wir unglaublich tolle Sachen mit unserer Niere machen können. Die Niere macht es mit uns, die macht es automatisch. Unsere Regelkreisläufe sind großartig. Wir können uns wirklich sehr auf unseren Körper verlassen. Es ist ein Wunderwerk. Wir haben alleine schon einen eigenen Geschmackssinn nur für Salz. Wir können also schmecken, ob irgendwo Salz drin ist, und zwar sehr, sehr präzise. Und wenn du jetzt den Versuch wirklich mal nachmachst, mach 1 Gramm auf 100 Milliliter Wasser oder 10 Gramm auf 1 Liter Wasser und probier das. Es schmeckt speisalzig. Du wirst nicht versehentlich zu salziges Wasser trinken. Wenn du salziges Wasser trinkst, meinst du, ah, gut, schmeckt ein bisschen salzig, aber geht eigentlich. Dann ist es auch in Ordnung. Du bist darauf ausgelegt, um das abzuchecken. Hat auch mit dem Grund, dass die Lebewesen aus dem Meer kommen und an Land sich nun bewegen. Und unsere komplette Anpassung, was das Trinken, was die Ausscheidungen über den Hahn angeht, sind eine Anpassung auf den Mangel an Wasser. Wir sind Wunderwerke, aber wir sind eigentlich Wassertiere, streng genommen. Das heißt, wir müssen richtig kräftig arbeiten, dass wir ohne ständige Wasserzufuhr auch leben und überleben können. Das bedeutet aber auch, dass wir uns Gedanken darüber machen können, wie viel wir tatsächlich trinken sollten und ob wir eigentlich überhaupt einen ausgeglichenen Wasserhaushalt anstreben. Ganz wichtig, dass wenn du dich damit beschäftigst, du immer daran denkst, wir sprechen hier von Survival, von Expeditionen, von Outdoor. Die Biologiebücher, die Primärquellen, die habe ich dir unten auch 2 Studien angehängt, die sagen uns zwar, was wir aushalten, aber ganz klar ist, die Fachgesellschaften, dein Internist wird dir sagen, nimm besser kein Salz zu dir. Wenn der das sagt, gib mir gerne den Namen von ihm und dann können wir darüber diskutieren, weil das ist dieser Austausch, der notwendig ist. Und dann ist es aber wichtig, gib mir den Namen von deinem Arzt, der dir etwas sagt und sagt nicht, ich habe einen Freund, weil ich kenne vermutlich mehr Ärzte, mit denen ich solche Dinge schon besprochen habe, als viele, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Und ganz viele Ärzte sprechen in ihren Empfehlungen nicht von Expeditionen, sondern davon, dass du daheim große Mengen Kochsalz ohnehin über Fertignahrung und über andere Getränke oder Lebensmittel zu dir nimmst und möglicherweise überhaupt nicht mehr den Geschmack kennst von wenig gesalzenem Lebensmittel oder wenig salzigem Wasser. Dennoch, etwas, das übersalzen ist, schmeckst du. Wenn etwas zu salzig für deinen Körper ist, bekommst du das mit. Wir haben einen eigenen Geschmackssinn. Das am Rande. Denk dran, die Dinge, die wir machen, die empfiehlt dir beim Die Dinge, die wir beim Survival machen, wichtig. Die empfiehlt dir kein Arzt, die empfiehlt dir kein Physiotherapeut und die empfiehlt dir vor allem kein Psychologe. Das als Zwischenstand. Wir werden uns mit diesem Thema nochmal beschäftigen. Es ist spannend, es ist großartig. Es ist, finde ich, eine meiner Lieblingsthemen. Und es ist auch das kleine Einmaleins. Wenn das dich interessiert, schau hier im Video die Links an. Und ich habe dir dieses Buch oder eine neuere Auflage auch als Affiliate verlinkt. Und wir sehen uns dann vermutlich zum Thema Trinkwasser nochmal in den nächsten Tagen.